Mal sehen, ob wir heute noch bis nach Frankreich kommen. Was meinst du, Christian? Nee, wir haben nach 200 Metern eine Panne. Das ist optimistisch. Bonjour, oui, mon français, c'est très bien. Hallo. Oh, okay. Christian, willst du es probieren? Ja, ich schaffe es auch. Okay, er hat es geschafft, jetzt bin ich dran. Da sind wir. Da ist mir schon aufgeflossen. Ja, was? Das ist meins. Das ist hier. Was ist denn da Schönes ausgelaufen? Die was gute. Sonnencreme. Na spitze. Ein Abenteuer hier reinzukommen. Let's go. Das reicht. Auf jeden Fall mit Kinderbetten. Aber hatten wir nicht auf den Bädern einen Balkon dabei? Wunderbar, ich dachte schon. Christian haben wir auch, der ist 30 cm tief. Hier, das ist unser Balkon. Gut, gut. Dann haben wir ja gleich zwei Balkone. Sorry, macht ihr die Videos kaputt mit diesem... Nein, das wird ja Teil der Story. Ich sag doch, wir haben wahrscheinlich am Ende 5% Bergsteigen und 10% da. Ja, es freut mich sehr. Ich bin total gespannt auf alles, was noch passiert. Und ich freue mich wirklich darauf, mit Marc, meinem Bruder, zusammen große Abenteuer in den Bergen zu erleben. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Schauen dieses Videos. Derek hat ein Coaching-Seminar. Hallo. Das ist doch viel besser. Das machst du schön, Dirk. Du hast verstanden, wie Wandern geht. Ja, so geht's. Kommt sehr flott voran. Schön gesagt. Es macht wirklich sehr viel Spaß, hier lang zu laufen und ihr werdet noch viele tolle Aufnahmen sehen. Mein Ohr hat mittlerweile nach einem 10-fachen Trippenziel aufgegeben. Ah, frech. Alle 100 Kilometer zu sagen. Hä? Man hat keine Ahnung. Das ist meine klassische Tour. Jeder muss einen Move machen. Das ist der Ader von Nick Elke. Ich hab schon Bizeps, müsst was anderes machen. Komplex! 13 Jahre alt! Was hat er gemacht? Doppelbizeps! Bizeps, oh ja. Hier bin ich! Hier! Bin frei! Gott! Ein echter Christian-Sitzfleck. Okay, und jetzt laufe ich ein normaler Mensch. Da oben, da müssen wir rauf. Sorry. Ich mach's ja ein normales Video, ne? Dann verblöde ich mich mal nicht mehr. Ne? Scheißegal, das ist eigentlich verloren, dieser Film. Kann es eigentlich auch sein lassen. Es ist vollbracht. Locker, ganz locker, voll entspannt. War gar nichts. Das ist der Gipfel. Und natürlich der letzte. Ja, zum Schluss
ging's? Das ist das wichtigste Technik. So, was wird hier gemacht? Professionelle Rucksackpackung. Das sind zwei professionelle Trekking-Rucksäcke, wie man wandern wie 1986. Mit Packvolumen à la Jonas. Bei mir sieht es nicht dran bekommst, stark. Ja, draußen halt, ne? Ja. Also, Dirk, wirst du doch da mit den Turnschuhen erstmal gehen? Jo, und wenn es dann scheiße ist, dann höre ich, Alter. Das ist doch geil, dass ihr eigentlich genau gleich gepackt habt, aber die Schuhe genau andersrum. Ansonsten genau gleich. Das ist das Yin und Yang der Schuhe. Versuchen wir den Arm ein bisschen mehr zu strecken. Ein bisschen mehr. Zwei. So, jetzt. Drei. Das schaffst, glaube ich, 7 bis 8. Stark. 4. Jetzt fängt er an zu kämpfen. Noch 2, 3. 5. Einen hättest du noch geschafft. Nee. Du hättest Schwung jetzt. Ja, doch, es wäre doch ein Falscher drin gewesen. Ja, ein Falscher wäre drin gewesen. Du hast, glaube ich, die Zweitmeisten, oder? Ja, ja. Also als nächstes. Ach gut, das ist ja perfekt hier. Ja, im Schatten. Dann hol sie. Hol ich deine Schuhe am besten hier hinholen, oder? Deine Schuhe sind ja, die Ablagen sind ja... Hier sind auch Ablagen. In meinem Schlafsack. Er ist im Lauf mit seinem Schlafsack, den er heute gekauft hat. Er riecht hier, jetzt riecht er noch dran und leckt dran, aber nach ein paar Nächten drin, dann kotzt er dran. Du willst gar nicht wissen, wie der morgen klebt, wenn ich aufstehe. Und weiß ist er dann, neu gestrichen. Jonas, aber bitte nicht zu viel, ich schlafe unter dir, das sickert alles durch. Es tropft manchmal. Es trieft nachher in nur dein noch. Gesicht. Ja, dann bin ich auch komplett weiß. Und dann bin ich ein besserer Mensch, weil ich dann weiß bin. Und schon darfst du es nicht mit ins Internet packen. Ich habe hier extra einen Deutschen gekauft. Oh geil, so ist ich jetzt auch nicht clever. Wir hätten echt solche mitnehmen sollen. Ja. Du schaffst. Wenn wir durch langsam machen, dann sind wir so früh.
Achtung. Paradiso! Ein Traum. Mit Blick auf Mont Blanc, auf alles. Und los geht es. Drei von uns sind so dumm, den ganzen Berg zu machen. Und bleiben die ganze Zeit hinter einem Auto stehen. Was ist denn mit euch? Wurden sie nicht erzogen? Kleinen spielen auch. Die offiziellen kranken Schweine sind jetzt schon in der Hütte. In der ersten. Die Gruppe hat sich wieder gefunden. Das sind die Banknotenverfälscher. Und auf dem Gipfel Flötenspieler. So ist es nämlich. Derek sieht aus, als würde er beten. Derek, welchen Gott betest du an? Okay. Markus Rühl? Dem einzig wahren Gott. Markus Rühl? Hier ist die Legende geboren worden. Ihr wisst genau, wer ich bin. Christian, was bist du? Ich bin der Adler von Idegle. Schiss wie Degle. Wie nimmst du das? Ja. Na, wie geht's? Welche nimmst du denn? Gut, sehr gut. Zähl mal so, die Lüft, schön, die lüftet. Scheiße, aber wird schon. Aber Markus Rühl, einfach an Markus Rühl denken. Ja, ich schau jetzt ein Markus Rühl Trainingsvideo, danach geht's wieder. Hast du eins gespeichert? Nö, ich schau jetzt, ich mach jetzt YouTube an. So, das ist so witzig. Ja, ja, der muss ich da auch. Ja, wir warten kurz auf dich. Motivieren. The human, German Giant. So. So motiviert sich Derek. So muss das. Ja, mit dem Bizeps. Der kommt langsam zu sich. Ja, jetzt Markus Rühl pusht ihn auf. Ja, ich weiß. Und unser engelsgleicher Gesang auch, ja? Wo ist dann? Ich habe gehört, dass es da Probleme gäbe
Man hört aber, wenn man da hinhört, dass da Steine runterkommen. Ja gut, das wird ja immer sein. Das ist immer der Fall. Aber haben die nach, dich nach irgendwas gefragt? Ja, irgendwas gefragt, ob ich was gebucht habe. So, wir haben uns hier schön lecker Käffchen geholt. Käffchen und Kuchen. Mit dem Ausblick. Hey, stimmst du dem zu, ne? Kann man Kaffee und Kuchen machen? Dafür, bei dem, dafür bin ich hier. Bei dem Ausblick. Dafür bin ich hier. Es wird hier einfach hemmungslos japanisch geredet. Chin chin. Chin totemo chin chin des. I want a coke. Ja, Kaudu, das kommt alles auf YouTube. Du wirst deine Karriere zum coke. Ja. Höchstgelegene Strand der Welt. Na, man könnte seinen Geburtstag auch an schlimmeren Orten verbringen, ne? Ja. Ist das nicht der Hammer? Ja. Aber es ist weniger Eis als voriges Jahr. Ja, schon schmilzt es ein bisschen weg. Also kann er nicht raus. Ach, der Herr Bergführer gibt die Erklärung ab. Ich hab's nur erklärt bekommen. Ja, kein Stress. Und so sind wir am berüchtigten Couloir de Goûter. Sieht heute sehr gut aus. Steine kommen, Christian. Warte vor der Hülle. Was? Aufpassen hier, das ist gefährlich. Ja, ja. Perfekt. Jonas, da. Na ja, Klettermaxen. Dann kommt sie erst. Okay. Perfekt. Hast geschafft. Okay, Kaudu, steh mal nicht so nah an mir, damit okay. Ich dich nicht mitreiße. Geschichten von Kafka zu erzählen. Ja, hat mich dann vorausgetrieben. Hast du dir schon Sorgen gemacht, dass er wahnsinnig wird? Nein, ich wollte einfach nur da raus. Da einfach so ein Sticker. Kann man, ja. Echt? Was interessiert irgendeinen? Womit möchte ich mir? Kacke, ich sehe ja nicht, was ich fotografiere. Das ist zum Aufhängen vom Kleinleisen. Hast du gefunden hier die Schüchen? Ja. Oh, wow. Danke. Bravo, bonne anniversaire. Merci, merci, merci. Bon appétit. Merci. Okay. Thank you.
sein, dass ich mal stehen bleiben muss, da näher kommt. Auf wie viel hast du denn? Ich brauche mir keine Lampe mehr. Also mir macht's Spaß, Dag. Macht's dir keinen Spaß, Dag? Erklär doch mal. So, Dag, bist du etwa, vergnügt es dich etwa nicht? Du kannst ja schon die Downjacke ausziehen und im T-Shirt rumlaufen, aber das ist viel zu anstrengend. Ja, Dag, das ist schon erste Stufe in der Höhenkrankheit, wo du einfach dich selbst töten willst, weil dir warm ist die ganze Zeit. Ich finde es im Übrigen sehr wichtig, dass in der Pädagogik moderne Werte vermittelt werden. Deswegen setze ich mich in meinem Unterricht dafür ein, dass im Deutschunterricht nicht nur Literatur im Mittelpunkt steht, sondern die Werte, die in Literatur vermittelt werden. Und wie gelingt das am besten? Indem du die Stellen in der Literatur rauslässt, in denen gerade die Werte im Mittelpunkt stehen. Und die thematisiert man dann. Ja, ja, das sehe ich, das achte ich als sehr, sehr wichtig. Mhm. Sollen wir eine Petition starten und Derek einfach wieder auf 4800 Metern hochschicken? Ich glaube, der Derek ist gerade im Delirium. Deswegen ist die Pompomfrau entscheidend für den Unterricht. Sie vermittelt einiges. Nachhaltigkeit, zum Beispiel Verwertung von Toilettenpapier. Ja, das vermittelt nun mal die Pompomfrau. Ich glaube, der Derek hat genug von Bergen. Hallihallo, kurz vor Ende unseres Trips. Alle sind tot. Ja, darfst du entscheiden, ob du runtergehen oder fahren möchtest. Also mir ist beides egal. Überleg nur gerade, was schlauer wäre. Das macht, glaube ich, keinen großen Unterschied. Ich überleg nur gerade, ob ich wirklich Bock habe, gleich Autos zu fahren. Und wir sind angekommen, wieder unten. Ja. Geschafft. Ganzer Berg geschafft. Jetzt müssen zwei nur noch das Auto holen. Und dann geht's wieder zurück nach Chamonix. Da sind die Kriegsversehrten. Ja, erstmal länger keine Berge mehr. War toll, aber reicht auch. Und du auch keine Berge mehr? Nee, doch. In 2 Wochen geht's. In 2 Wochen. Ja. Er macht nicht so lange Pause.